B. Gamer. Es seid ihr auch Gamer, okay. Wir spielen Escape from Yappy Planet. Liebe Leute, das ist ein Spiel, das in die Kategorie der Gogis von heutzutage fällt, denn der gute Yappy, seht ihr den kleinen hässlichen Yappy? Der ist nämlich auch so ein Maskottchen wie Gogi von irgendwelchen Flash Games von der Seite Yappy. Die haben sich auch ein hässliches Alien als Maskottchen genommen, wo man sich fragt, warum? Warum nehmt ihr so was Hässliches, das eure Marke repräsentiert? Aber egal. Dafür haben sie ihm natürlich auch ein Spiel spendiert, wo man sich fragt, warum gibt es denn nicht Wesen, das eure Marke repräsentiert, wo man sich wundert, warum sie also überhaupt macht, auch noch ein eigenes Spiel? Man weiß es nicht, deswegen starten wir das Ganze. Hier ist der Yappys Planet. Yes! Ruhig. Friedlich. Das sehe ich. Oh nein, da kommen die Bösen. Oh nein! Oh nein, ich nehme mal meine Maus aus. Meine Maus Bild. Skip. Nein, hier wird nichts geskippt. Wir wollen die ganze Eroberung der Aliens sehen. Oh Gott, Yappy! Versteck dich! Ein normaler Tag auf Yappys Planeten. Okay, kann ich anfangen? Da ist Yappy. Der ist sich auf den Scheiße. So. Bam. So. Wollen wir das Spiel spielen? Ist übrigens nicht die Tatsache, dass Yappy extrem hässlich ist, sondern ich habe sie so heute angeschaut. Das ist so ein Spiel, wo man. Warte, wenn ich da drauf drücke, genau, und hüpft er los und fällt auf die Fresse und bobt sich wieder zurück. So, es ist ein Spiel, wo man alles mich anklicken muss. Zum einen haben wir hier das Seil. Also man muss einfach so... Wo bist du? Meine Tochter ist nicht da. Aber wir wissen, dass sie da ist. Hallo, Alien Lady. Genau, so, jetzt habe ich das Seil runtergeholt und gleichzeitig runtergeholt. Und gleichzeitig haben wir auch die Blume hochgeholt. Das heißt, er kann jetzt sicher bei seiner Lady landen. Und da ist sie. Hallo, Yappys Lady. Macht ihr jetzt Alien-Liebe? Photosynthese, wie mir scheint. Okay. Weiter habe ich das Spiel nicht gesehen. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Oh nein, sie werden doch nicht etwa Yappys Freundin entführen. Nein! Das war so unerwartet. Ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren würde. Okay, schauen wir uns mal alles an. So Yappy. Bäum, bäum. Da ist ein Körnchen. Was macht das Körnchen? Der will ein Körnchen zu fressen. Yappy! Ja, wie verdammte Scheiße, nimm das Korn. Oder nimm das Wasser. Ein super leuchtendes Korn. Okay, Yappy, kannst du es jetzt mitnehmen? Oh, da wächst was. Da wächst so eine komische Pseudotomate. Der hilft uns runter. Yay! Aber er hatte sich die Frucht nicht geholt, sondern den Ast, ne? Wie auch immer. Was zum Teufel ist das hier? Da will jemand seine Samen. Okay. Boing. Ah, da haben wir ein paar. Ah, shit. Da hat sich das Viech die... Yappy! Ah, okay, es fällt weiter und es landet immer noch nicht ganz in seinem Mund drin. Was können wir denn mit dem Auge machen? Hey, Auge. Yappy, hör auf die ganze Zeit darüber zu... Oh, da ist ein leuchtender Samen. Warte, Moment. Das Blatt lassen wir hochfahren. Dann boing, boing, boing. Und er frisst es. Yeah! Das bedeutet, der gute Yappy, der kann einfach rüberlaufen. Verdammte Scheiße. Los, Yappy. Lauf! Yeah! So wirst du deine Freundin retten. Und ich habe hier gerade eine scheiß Wurffliege übrigens im Raum. Die pisst mich voll an. Da ist also ein kleiner Samen. Was bist du? Ach, das goldene Ei. Natürlich will er das goldene Ei. Ein normales ist dem Vogel ja nicht gut genug. Okay, warum auch immer der jetzt weggeflogen ist, da hat er das Ei. Ja. Das geht ja darüber und er hat das Teil gefällt. Yappy. Was machst du? Oh, das ist ziemlich sneaky. Okay, pass auf. Yappy, lauf los. Und? Komm schon, Yappy. Yappy, lauf los! Ich weiß nicht ganz, wie ich Yappy steuern soll. Das ist ein bisschen problematisch. Was haben wir hier? Wisst ihr? Das ist eigentlich der Moment, an dem man so ein Spiel einfach beenden sollte. Eigentlich ist genau das der Moment. Hey, Bro.
Yappy, geh da rein. Oh Gott. Okay. Ah, das war leicht. Gott, wie bring ich dich denn da? Da läufst du, okay. Dann. Ich weiß total, was ich hier machen muss, Leute. Macht euch keine Gedanken. Ich weiß Bescheid, okay? Seht ihr? Ich weiß total Bescheid. So wie ich es versprochen habe. Stoß die Tür auf. Oh nein, der geht da nicht rein. Dann kackt Yappy wieder aus. Nein, Yappy! Nicht da rein! Du machst es ja nicht zum Spaß. Du machst das, um deine Freundin zu retten. Erzähl ihr nicht, wo du warst, um sie zu retten, okay? Du hast es zwar nur einzig und allein gemacht, um sie zu retten, aber glaub mir, sie wird es nicht verstehen. Sie wird sagen, nee, da finde ich nicht gut. Okay, dann. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Shit. Dann roll da rein. Grüner Haufen Scheiße, roll da rein. Yay. Ich glaube, ich habe es geschafft, irgendwie. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was ich gemacht habe. Ist das der Grinch? Verdammte Scheiße, Grinch, was machst du hier? Okay. Ich werde also abgewiesen. Okay. Ach, die andere Hand ist schon verschwunden inzwischen, okay. Oh, wir können auch den Typ vorgehen lassen. Bei ihm klappt's also. Warum gehen wir da nicht einfach dran vorbei? Okay, kann ich jetzt vorbeilaufen hier? Ja, ich habe total verstanden, was ich hier gemacht habe. Ah, das sind die bösen Aliens. Oh, das hier. Bam. Okay, er braucht also mehr Pfeile, damit er losfliegen kann. Hä? Oh! Idiot! Los, Yappy! Du hast ihn umgebracht. Schnapp dir das Raumschiff. Flieg davon, Yappy! Flieg davon! Rette sie! Ach du Scheiße! Ich glaube, ich habe was gefunden. Können wir da hin? Ah, ich suche nach den Sternbildern hier. Okay. Ich verstehe. So, dann merken wir uns, wie die Scheiße hier immer aussieht. Wir haben ein Y gefunden. Ein Y, okay. Habe ich jetzt schon alle? Da ist das S, okay? Du bist das S. Du bist das Y. Okay. Das ist das C. Warte, das ist das C. Okay, also haben wir grün, gelb, weiß. Grün, gelb, weiß und... Grün, gelb, weiß, blau. Grün, gelb... Shit. Hä? Er war doch gelb. Grün. Gelb. Weiß. Blau. Hä? Ich mach hier irgendwas falsch. Ich habe auf Menü geklickt, weil ich dachte, da gibt's Walkthrough oder so. Und dann setze ich das ganze Spiel zurück.
Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich habe doch mal bis hierhin gespielt und ich weiß, was ich machen muss. Grün, weiß, gelb, blau. Warum auch immer. Hey, was geht ab? Ich weiß nicht, was passiert. Bad Boss hier, dann gehen wir mal rein zu dem schlechten Boss. Ach du Kacke, Code. Was? Wir probieren einfach mal alle Codes so ein bisschen durch und dann... Irgendeiner wird schon stimmen, hoffe ich einfach mal. Yay! Irgendeiner hat gestimmt. Flieg los, Yepi! Flieg los, VIP. Hi. Siehst sehr hübsch aus, Lady. Muss man dir lassen. Drückst also den Knopf, aber der macht nichts. Wer ist der kleine Mann? Hallo, kleiner Mann. Ah, kleiner Mann, lauf los. Laufe zu ihr. Dankeschön. Dann kann ich auch hinterher. Los, Yepi! Lauf, die böse dicke Frau ist weg. Ich meine das Alien. Das Alien meine ich natürlich. Zieh an der Schnur. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich muss dem Typ zeigen, wie stark mein Verstand ist. Oh, das wird... Das wird unschön. Was haben wir denn hier alles? Okay, die Teile haben wir soweit losgebunden. Oh, die Eier haben wir auch losgebunden. Das heißt, als nächstes fehlt nur noch... Ich habe keine Ahnung. Nicht genug Kraft. Ah, shit. Wo bin ich? Oh, fuck, wo bin... Oh Gott, was ist das hier? Ich kann Eier runterfallen lassen. Oh. Boing. Boing. Gib mir mehr Wasser. Mehr Wasser, bitte. Ah, wie sieht's jetzt aus? Shit. Mehr Wasser, sage ich. Okay, wie es aussieht, können wir uns vorher noch nicht so ganz retten. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, der Bösewicht, auf den wir uns spezialisieren sollten. Der Typ war nämlich ein Arschloch, falls es euch aufgefallen ist. Hüpf los, Yepi. Wir retten ein bisschen sexy gelbe Alien-Ladies. Nein, mein Volk wurde versklavt. Na gut, dann gehe ich wohl weiter. Denke ich. Ich kletter da hoch, denke ich. Und dann gehe ich weiter. Ganz einfach. Greybeard! Wir retten dich! Ich weiß noch nicht wie. Schwinge, mein Freund! Schwinge, wie du noch nie zuvor im Leben geschwungen bist. Wie komme ich jetzt rüber? Yepi! Und? Yeah! Yepi! Wuhu! Schwing rüber, Greybeard! Komm mit mir mit! Follow me! Hey, der kann ein scheiß Portal machen! Boing! Boing! Shit! Wie machen wir am besten weiter? Boing! Grün! Kann ich da schon drüber hüpfen? Yay! Wie auch immer, dass das funktioniert hat. Ich weiß, ich habe einfach alles eingeklickt. Okay, was haben wir hier? Ein Stöckchen. Shit! Der war lächerlich. Das war ziemlich jämmerlich, der Auftritt, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt? Was macht der Stein da oben? Gandalf. Ja, ich will... Oh. Ah, das bringt das. Wir haben ein UFO erschlagen. Weil... Was hätten wir sonst machen sollen? Der Baum des Stammes. Oh nein, das ganze Wasser wird verschüttet. Oh nein. Trinke, mein Guter! Trinke! Ich glaube, der braucht noch ein bisschen mehr zu trinken. Da wird ein langer Tag. Abend. Gib mir den Ast. Gib mir auch den Ast. Was wird das?
Okay, mit dem Wasser kann ich nichts mehr machen. Und er spielen kann darauf. Photosynthese. Du kleiner Haufen Scheiße. Hey, der Baum ist bereit. Kletter hoch. Erinnere mich daran. Ich habe gestern Ni No Kuni gespielt. Da gab es auch einen Baum mit Gesicht. Ist gerade sehr seltsam, dass da noch einer auftaucht. Ist die Frucht. Die Frucht, die irgendwas macht. Ich weiß nicht was, aber die soll ich auf jeden Fall essen. Ich habe einen Korb runterfallen lassen. Oh, die Bienen gehen darüber. Okay. Oh, ist verrottet. Oh nein. Los, Bienen. Steckt euren Stachel in die Blume. Und... ist sie auch verrottet? Nein. Alter, jetzt kann ich den Boss herausfordern. Ich habe Superkräfte. Nutze neue Kraftweise. Das werde ich. Was machst du hier? Hast du nicht von meiner neuen Kraft gehört? Ich kann die Toilette jetzt spülen. Yeah! Ja gut, ich denke, das sind meine neuen Kräfte. Ich habe den Typ... Was zum Teufel ist das für eine Scheiße hier gerade? Kann ich den Stachel bitte entfernen? Shit. Was zum Teufel wollt ihr von mir? So, wirst du eben aufgespießt. Ah, so wollen wir das vielleicht machen und dann bam. Oh, ernsthaft, das klappt immer noch nicht. Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Pass auf. Pass auf. Und yay. Und wir haben geile Alien Lady befreit. Heiß. Und ich habe Superkräfte, die ich von der Frucht bekommen habe. Oh Gott. Yappi. Oh, du hässlicher Haufen Scheiße. Oh, ihr fliegt jetzt auf den Planeten Erde. Planet Erde, hier kommen wir. Warum? Was sollt ihr auf dem Planeten der Erde? Wisst ihr was? Es ist mir egal. Es ist mir vollkommen egal. Aber das war auf jeden Fall soweit. Escape from Yappy Planet. Achso, wir sind von dem Yappy Planeten geflohen. Und jetzt sind die guten Yappies hier auf der Erde und versorgen uns mit erstklassigen Yappy-Spielen. Ein Happy End für alle. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.